Die Gyudado, neue Eröffnung in Hannover, in der Berliner Allee 66 in Hannover. Neben mir mein Radrennfahrer Michael Schulich, der beweist, dass es nicht nur hier die Kampfsportler hier hinkommen nach Gyudado in Hannover, sondern überhaupt alle Sportler, die was auf sich halten. Michael, wie ist es dazu gekommen, dass du jetzt den Laden gefunden hast und gesagt hast, hier fühle ich mich gut beraten, hier muss man vorbeigehen, die Leute können mir helfen? Ja, Empfehlung über einen Bekannten, Facebook ist das Stichwort. Das mit der Geschäftseröffnung gelesen, gehst du mal hin, holst dir ein paar Mittelchen ab, ja. Und hast du schon mal mit den Jungs ein bisschen gesprochen, hast du schon mal ein bisschen beraten lassen? Ja, also ich wurde vorhin vom Inhaber Dennis sehr ausführlich und sehr nett beraten, ja, und nehme auch gleich ein paar Sachen mit und dann wollen wir sehen, wie das anschlägt. Ich muss Gewicht zunehmen, das ist mein Problem, ja, wir werden ja sehen, wie das hilft und wir kommen dann wieder. Ja, aber es ist auch mal schön, also man hat ja normalerweise, haben wir heute überall Fighter gehabt, MMA-Fighter, die sich hier die Klinke in die Hand gegeben haben, ne? Aber du jetzt mal als Radrennfahrer, du beweist ja eigentlich, dass man wirklich, egal aus welchem Bereich des Sports man kommt, wenn man Leistungssportler ist, dass das hier wirklich eine Anlaufstelle in Hannover ist. Ja, ja. Und du, wie lange fährst du schon Fahrrad? Wie ist die Idee gekommen, von wegen jetzt auf einmal Mittel zu nehmen? Also ich bin seit 3 Jahren Amateur im Breitensport, also eigentlich niemand, um es mal so zu sagen. Die Klasse heißt auch Jedermannrennen. Habe aber durch den Teamanschluss in diesem Jahr Ambitionen, auch mehr mitzufahren. Es wird demnächst wieder eine deutsche Meisterschaft geben, kann man so versteckt sagen, in den nächsten Jahren. Und ja, das Kagere-Team hat letztes Jahr schon 6. Platz von dieser nicht existierenden Meisterschaft. Ja, wir haben da halt mehr sportliche Ambitionen und ich will dabei sein. Ja. Und wie du schon selber sagst, ich meine, wenn man jetzt irgendwie deutsche Meisterschaft und wenn jetzt wirklich in die Spitze man vorstößt, dann ist es ja auch so, dass man wirklich auch gute Nahrungsergänzung braucht, gute Beratung braucht. War das also auch, was du das Gefühl hattest von wegen, du hast gesagt, du hast mit Dennis schon gesprochen, das, was du hier bekommen hast? Ja, auf jeden Fall. Also ich habe auch keine Ahnung. Ich fühle mich ja sehr gut aufgehoben, ein bisschen weiß man ja. Und du hast gesagt, du bist also für ein Team, ihr fahrt für einen Charity-Zweck? Ja, genau. Also wir selber fahren alle auf unsere Kosten, wie das im Amateursport so ist. Charity bedeutet für uns aber, wir sammeln für die Hannelore Kohl-Stiftung pro Kilometer Geld. Oder auch gerne, dass jeder, der mich jetzt sieht und unterstützen möchte, pro Kilometer 20 Cent, 50 Cent, 1 Euro gibt. Da würde ich dich direkt mal bitten, das mal direkt mal in die Kamera zu sagen. Okay, dann machen wir das direkt. Also jeder, der möchte, ich nenne das Patenschaft. Ihr könnt gerne pro Kilometer, ein Marathon hat 80 Kilometer bei uns oder das ganze Jahr, werden dieses Jahr bei mir 1000 Kilometer sein, eine Patenschaft abschließen, 10 Cent, 1 Euro. Also wir sammeln für die Hannelore Kohl-Stiftung, das ist die ZNS, also ehemalige Frau des Bundeskanzlers, pro Kilometer Geld ein. Wir haben da einen Hauptsponsor, der spendet für jeden Kilometer, den wir als Team fahren, Geld. Ich selber soll aber auch Paten suchen. Das heißt, jeder, der möchte, kann mich unter Michael Schulich, True Racing, bei Facebook finden. Oder das Cariteam München werdet ihr so finden bei Twitter, Facebook, normal im Web. Oder auch über die Seite der Hannelore Kohl Stiftung werdet ihr uns finden. Wir wollen halt aktiv was dafür tun. Tragt den Helm. Tut was für eure Muskeln, für den Körper, macht Sport. Das wollen wir auch so ein bisschen symbolisieren. Also verkehrsgerechtes Verhalten gehört auch dazu. Solche Sachen. Also ein bisschen, ja, den sportlichen Geist, das Karitative halt nach vorne bringen. Und hast du überhaupt schon mal in deinem Leben schon mal Nahrungsergänzungsmittel genommen? Nein, so nicht. Also wie man sieht, nein. Und da ist es ja besonders wichtig, dass man jemanden hat, dem man auch vertrauen kann, wo man dann merkt, von wegen, da ist jemand, der kann mich beraten, der kann individuell auf mich eingehen. Hast du das Gefühl auch eben gehabt? Ja, auf jeden Fall. Muss ich sagen, beruht auf der Empfehlung. Also ich kenne jemanden, der ihn gut kennt und das sagt mir vom Bauchgefühl ja. Und so, wir haben fast eine halbe Stunde miteinander gesprochen. War sehr gut. Also ich habe jetzt... Sonst hätte ich nichts gekauft, muss ich ganz einfach sagen. Ja, wie man so schon sagt, die beste Werbung ist auch wirklich die Mundpropaganda, ne? Zufriedene Kunden, ne? Ja, auf jeden Fall. Also werde ich auch weiter betreiben und wie gesagt, das kommt ja auch aus der persönlichen Empfehlung. Man kennt wen so. Ja, ein Bekannter, den ich aus dem Kampfsport kenne. Also du machst doch selber Kampfsport, also hast du auch irgendwie Beziehungen, also auch jetzt hier, also nicht nur Fahrrad, sondern auch Kampfsport? Nein, die Ambition kommt schon aus dem Kampfsport, habe ich ganz früh als Kind angefangen, inzwischen nicht mehr. Verfolgst du denn auch MMA? Oh ja, gucke ich mir an, soweit das im Free TV halt zu sehen ist. Oh, Sport lässt grüßen. Kommt immer nachts. Ja, ist eine sehr gute Beschäftigung. Gucke ich jedes Mal, auch die Wiederholung.
Also wenn wir schon gerade beim Thema sind, Free TV und MMA, also ihr könnt auch immer auf ufc.tv, auf der Internetseite der UFC, die UFC live und in Deutschland auch Gott sei Dank kostenfrei mitverfolgen. Hast du noch irgendwelche letzten Worte, Michael? Ja, gerne, auf jeden Fall. Besucht meine Seite, Michael Schulich 2 Racing bei Facebook oder das Cariteam München. Ich suche Spender für einen guten Zweck. Mir auch Sponsoren gerne, die, weiß ich nicht, mir was Gutes tun wollen, nehme ich an. Danke. Ja, und ich denke mal, für so eine gute Sache, also ne, meldet euch, die Nummer wird jetzt eingeblendet, die Seite wird eingeblendet, also geht zu Michael auf die Seite, hilft der guten Sache und danke dir, vielen herzlichen Dank. Danke, viel Erfolg. Danke.